Mit dem Fest Maria Lichtmess beginnt traditionell das Bauernjahr. Das heißt, seit dieser Woche geht es wieder los mit der Feldarbeit. Für den Kreisbauernverband Reutlingen ist das traditionell auch der Termin für die Jahreshauptversammlung, die sogenannte Lichtmesstagung. Getagt wurde in diesem Jahr Corona-bedingt online. Das Hauptthema war dabei, wie die Transformation in der Landwirtschaft hin zu mehr Tierwohl und Ökologie gelingen kann. Es sind viele Themen, die die Bauernfamilien im Kreis Reutlingen im Jahr 2022 beschäftigen. Das Schlagwort dabei lautet Transformation. Themen wie Klimawandel, Erhalt der Biodiversität, Tierschutz und Tierwohl, Düngereform und erneuerbare Energien spielen dabei die Hauptrollen. Und all das muss bezahlt werden, erklärt Gebhard Eierstock, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Reutlingen. Wer als Landwirt kein Geld verdienen kann, sei es Getreideproduktion, sei es die Tierproduktion, der wird einfach aufhören. Und ich sehe hier eine bedenkliche Entwicklung. Und wenn wir keine politischen Entscheidungen dahingehend treffen, dass vor allem es auch für unsere junge Generation interessant ist, in Landwirtschaft zu investieren, dann wird sich landwirtschaftliche Produktion zunehmend aus Deutschland verabschieden. Das vergangene Jahr war witterungsbedingt ein schlechtes Jahr und auch die Corona-Pandemie mit seinen ausbleibenden Festen hat insbesondere den Schweinehaltern das Leben schwer gemacht. Hinzu kam hier noch die afrikanische Schweinepest. Wir haben unter anderem einen Rückgang im Schweinefleischverbrauch in kurzer Zeit jetzt von 40 auf 30 Kilo pro Einwohner in Deutschland. Das heißt, obwohl die Produktion zurückgegangen ist, haben wir immer noch einen Marktdruck. Eine Umfrage habe ergeben, dass 50% der Schweinehalter im Kreis Reutlingen die Produktion einstellen wollen, so Eierstock. Dann sei man auf Importe angewiesen und müsste sich von der regionalen Qualität verabschieden. Um die Transformation in der Landwirtschaft zu bewältigen, brauche es daher auch klare politische Strukturen. Schemetzemeer ist jetzt angetreten, mit der Zielsetzung natürlich vieles auf den Weg zu bringen, neu zu ordnen in der Landwirtschaft, aber auch in der Ernährungswirtschaft. Und wenn ich mir seine Ziele alle anschaue, die er sich gesetzt hat, dann denke ich manchmal an die eierlegende Wollmilchsau, die er auf den Weg bringen will, mit artgerechter Tierhaltung. Es wird eine Riesenherausforderung sein. Die Landwirte sind bereit zu Veränderungen, auch in Richtung Tierwohl, aber am Ende muss es eben bezahlt werden. Auch die Verbraucher müssten künftig bereit sein, mehr Geld für gute Lebensmittel aus der Region auszugeben. Wer 30% Ökolandwirtschaft will, der muss auch 30% an Produkte kaufen. Und deshalb ist es sehr gut, dass wir jetzt eine Biomusterregion auf den Weg gebracht haben, mit der klaren Zielsetzung, die Außerhausverpflegung voranzubringen, Bioprodukte in die Außerhausverpflegung zu bringen, sprich Betriebskantinen, sprich Schulen und andere Einrichtungen. Am Ende könne die Transformation gelingen, so Eierstock, wenn man vor allem der motivierten Jugend eine Perspektive in der Landwirtschaft aufzeigen könne, mit verlässlichen politischen und marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.